WM aus für Mustafi. Abwehrspieler Shkodran Mustafi wird der deutschen Nationalmannschaft bei der WM in Brasilien nicht mehr zur Verfügung stehen. Der Profi von Sampdoria Genua erlitt beim 2:1-Erfolg der DFB-Auswahl nach Verlängerung gegen Algerien in Porto Alegre einen Muskelbündelriss im linken hinteren Oberschenkel. Wie Bundestrainer Joachim Löw bestätigte, ist das Turnier für den 22-Jährigen damit vorbei. Mustafi war gegen die Nordafrikaner in der 70. Minute verletzt ausgewechselt worden. Niersbach lobt Neuer. DFB-Präsident Wolfgang Niersbach hat Nationaltorhüter Manuel Neuer nach dem 2:1-Achtelfinalsieg gegen Algerien gelobt. Man könne ein dickes Dankeschön an die deutsche Nummer 1 loswerden, sagte der 63-Jährige auf dem Rückflug aus Porto Alegre. Was Neuer geleistet habe, sei absolut Weltklasse. Der Torwart habe mit seinen Paraden und Rettungsaktionen außerhalb des eigenen Strafraums einen großen Anteil am Viertelfinaleinzug der deutschen Nationalmannschaft. Kramer glücklich über Einsatz. Für Nationalspieler Christoph Kramer ist mit seinem WM-Debüt im Achtelfinale gegen Algerien ein Traum in Erfüllung gegangen. Er sei überglücklich, dass er Minuten bekommen habe, sagte der 23-Jährige nach dem 2:1-Sieg. Es sei für ihn persönlich Weltklasse und total aufregend gewesen. Kramer war vom Bundestrainer Joachim Löw in der 109. Minute eingewechselt worden. Kurz vor Schluss hatte der Gladbacher sogar die Chance, für die Entscheidung zu sorgen, scheiterte aber an Algeriens Torhüter Reis Mboli. Algerien-Fans sind stolz. Trotz der Niederlage gegen Deutschland im WM-Achtelfinale feierten die algerischen Fans ihr Team in Porto Alegre bis tief in die Nacht. Der Stolz auf die Leistung der Mannschaft war bei allen Anhängern größer als die Enttäuschung. Wir verlassen Brasilien nicht traurig. Unsere Nationalmannschaft hat heute fantastisch gespielt. Sie hat Deutschland mehrmals in Bedrängnis gebracht und war gefährlich. Wenn Abwehr und Keeper nur nicht so gut gewesen wären. Deutschland hatte einfach mehr Erfahrung. Das algerische Team war gut. Wir haben uns fast fürs Viertelfinale qualifiziert. Deutschland war aber stärker und hat mehr Erfahrung. Wir haben leider verloren, aber wir haben uns tapfer geschlagen. Selbstbewusste Argentinien-Anhänger. Die argentinische Nationalmannschaft kann sich der zahlreichen Unterstützung ihrer Fans beim Achtelfinale gegen die Schweiz in Sao Paulo sicher sein. Vor dem Aufeinandertreffen sind die aus Argentinien mitgereisten Fans der Albiceleste zuversichtlich. Wir haben Messi, den besten Angreifer der Welt. Auch alle anderen Spieler sind sehr gut. Und wir haben Papst Franziskus, der uns helfen wird. Der große Traum ist, dass wir sehen, wie Argentinien die WM gewinnt. Es ist eine weltweite Party mit Menschen von überall. WM aktuell mit uns auf dem Weg zum Titel.